Ach ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Willkommen wieder zurück bei Kebab-Chefs. In der letzten Folge haben wir ja den Gourmet bewirten dürfen. Was hier und da vielleicht zu leichtem Chaos geführt. Wir müssen unbedingt mal das Schild hier benennen. Wie mache ich denn das überhaupt? Achso, hier die Dinger haben wir ja auch noch. Reinigen von 100 Tellern. Quietsch sauber. Ich muss mir das unbedingt mal angucken, was mir hier die ganze Zeit für eine Scheiße einlagert. Da war noch irgendwas. Eine kleine Pause. Spielen Sie Blackjack oder Darts? Herd. Selbstbedienung. Ja, tatsächlich schon ein bisschen was freigeschaltet. Aber ich wollte auch eigentlich wissen, wo kann ich denn hier das Schild bearbeiten? Ja, geh doch einfach durch. Kann ich denn hier das Schild bearbeiten? Schild! Ah, guck mal. Okay. Texten jetzt nicht ganz. Vielleicht. Oh Gott. Was habe ich hier für Funds? Irgendwas Freshes. Ja, das ist doch fresh. Wie kann ich das irgendwie verkleinern oder so? Das sieht doch aus eigentlich wie skalieren. Wie mag ich denn dort? Ah. Ach, okay. Da muss aber auch erstmal drauf kommen. Dann können wir das hier. Komm, dann machen wir das hier sogar einen Tacken mal größer, so dass das so ein bisschen fresh da drüber ragt. Vielleicht sogar noch zum Turn hier. Dann wird aber einfach nicht besser. Kann ich jetzt noch eine zweite Zeile oder so darunter? Okay, it is what it is. Huh? Sign letter, da ist auch nichts. Ne, das haut leider Jotas nicht hin. Was ist das? Okay, 500 kostet. Dass du davon nichts siehst, wie. Oh, ne. Ne, das machen wir noch nicht. Ne, das machen wir noch nicht. Das sehe ich ja jetzt erst, was hängen denn da für Klamotten rum? Okay, das hat irgendwie Charme. Ha! Ha! Gut, dann werden wir uns ein andermal darum bemühen. So, dann machen wir hier erstmal wieder Licht an. Das machen wir garantiert noch nicht auf. Wir könnten uns aber zumindest hier, wenn wir schon so ein bisschen jetzt in der Upper Class des Spiels unterwegs sind, das heißt Upper Class, wir haben einen Gourmet mittlerweile bewirtet, sonst nichts. Würde ich das sagen, machen wir hier noch ein, vielleicht zwei Tischchen dabei. Das werde ich bestimmt nachher bereuen. Aber ich finde, das sieht einfach dann nicht ganz so gähnend, schreiend leer aus. So, jetzt zuallererst mal werden wir wieder wie üblich, wir säbeln ein bisschen am Fleisch rum. Das haben wir in der letzten Folge nicht mehr gemacht, einfach weil das schon spät war. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. 2, 3. 1, 2, 3. Das geht zurück und das hier ist das Salz, ne? Bitte sag mir, ja, war Salz. So, die nehmen wir wieder mit, die packen wir da rein. Und eigentlich könnte man noch einen Ribeye holen gehen. Mal gucken. So, die kommen mit. Nehmen wir zu, das holen wir hier rüber. Oh, noch zwei Tomatjes. Ah, da haben wir doch noch eins. Wir haben nur falsch eingeräumt. Also, mit wir haben nicht falsch eingeräumt, sagen wir, wie es ist, bin ich gemeint. So. Das. Und das kann man dann nämlich schon mal vorwürzen. So, Tür zu. Schwarze. Ne, Moment, stopp. Die Hähnchen werden mit Chili-Pfeffer gemacht.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein. 1, 2, 3. So, 100 Salz. War doch Salz, oder? Also erstmal dit, dit, dit. Ja, war Salz. So, einmal, zweimal, dreimal. Zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. So. Kann man da reinpacken. Wobei das ein bisschen gefährlich ist. Ich bin gewohnt, dass da der Chili-Pfeffer ist. Oder warte, kann ich den? Den kann ich auch da hinstellen. Da siehst du wenigstens auch, was da drin ist. Das ist eigentlich. Oh, okay. Ja. Machen wir so. Das ist, kann man sich einfacher merken. So, das ist hier Würz, ne? Die sind sowieso, wie sie sind. Dann brauchen wir noch einmal Öl. Zack, Tür zu. Anschmeißen. Dann einmal Kohlen. Warum ich die Säcke nicht mehr voll verbrauche, ist mir auch. Verstehe ich nicht, aber. Gut, dann ist das so. Kann ich gut mit leben. So, das. Die noch drauf. Kriegen wir die auch noch irgendwo unter? Ja, guck mal. Das wird jetzt total das Chaos, was ich hier tue. Kriege ich nicht angezeigt, dass das drehen, dass man das drehen muss. Okay, da habe ich versaut. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Okay, das war vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Muss ich anerkennen, die habe ich versaut. Die werden jetzt noch zerhäckselt. Es war ein Versuch. Wir machen das eins nach dem anderen auf dem Grill. Das hier bringt keinem was. Am allerwenigsten mir. So, da brauchen wir noch einen Hauch von gesund drauf. So ein bisschen Alias-Funktion von dem Ganzen. So, dann kannst du. Kannst hier hin. Oh Gott, das sieht so richtig schäbig aus. Verkocht, ja. Super. Ihr wart so in Ordnung. Ihr könnt dahin. Backen, verkocht, ja. Danke für die Gespräch. Ihr geht da rein. Vielleicht kriegen wir hier wenigstens vernünftige Pommes auf die Reihe. Wer weiß. Also, die können wieder hier rein. Gucken wir mal. Ich muss ja sagen, das ist ja tatsächlich so eins der Dinge, die mir in dem Spiel hier sofort aufgefallen sind. Dieses hier mit der Fritteuse, dieses Knistere von dem Öl. Das hört sich halt, weiß ich nicht. Ich bin ja tatsächlich so ein Typ, sagen wir mal, der jetzt viel auf Geräusche gibt. Ich habe verdammt gute Ohren und ich bin eigentlich wirklich da echt zum Geräusche-Fan und dieses. Na, guck mal, geht doch. Dieses Blubbern hier von dem Öl, das ist so, weiß ich nicht, das ist irgendwie, weißt du, wie so ein bisschen. Jetzt warten die hier schon vor der Tür. Das ist so ein bisschen wie so Regenplätschern oder sowas. Da fahre ich ja auch voll drauf ab. Das kann mich mega entspannen. Und mit dem Knistern da vom Öl ist das irgendwie genauso. Das spricht irgendwann den mir an.
Das ist jetzt vielleicht weird, aber das ist halt so. Das ist wie das ist. Okay. Die interessiert hat einen Scheiß, Hauptsache sie können irgendwas essen. Finde ich gut. Generell eine gute Einstellung. Der auch. Obwohl ich gesagt habe, die sind mit Sicherheit ziemlich scheiße. Was hat denn hier gerade Ding Ding gemacht? Ja, hier bitte. Sir, auf Wiedersehen. Ja. Ei, Herr. Ja. Hier. Ja, mit dem Teller. Sie möchten auch bezahlen. Du hättest den Scheiß ruhig mitholen können. So. Ei, Teller. So, dann machen wir noch Wischiwaschi. Fritten und Fleisch, okay. Level 5, hey. Ich denke tatsächlich aber viel mehr als so 3, vielleicht maximum 4 Gerichte werde ich hier in dem Spiel jetzt ohne, dass vielleicht noch irgendwann mal jemand einsteigt, nicht machen können. Ich denke, das wird dann einfach ein bisschen too much für einen alleine. So, das können wir zurückpacken. Ja, her damit, auf Wiedersehen. Madam, wie mundet das Fleisch? Einfach wie so einen Schmierigen daneben stehen und schon im Teller hinterher geiern. Da sehe ich uns absolut. Ach so. Das sollte man auch gedrückt halten, bis er fertig ist mit dem Wienern. Das ist so ein guter Ratschlag übrigens, komplett fürs Leben. Immer warten, bis man wirklich fertig ist, bevor du die Hände quasi wieder davon lässt. Das hört sich so... Ja, ich weiß, das hört sich falsch an, das war aber auch so gedacht. So, rein damit. Noch jemand? Nein. Irgendwas ist leer gegangen, ich habe es genau gehört. Hühner, Fritten sind alle. Ja, Fritten ist doch gar kein Thema, Alter. Das machen wir doch so... Nein, nicht da drauf legen, da rein. Da machen wir doch sofort. Du bist fertig, das ist... Da ist das nächste leer. Du bist auch fertig, komm. Hier, abkassieren, her damit. So, die Bomben sind gleich fertig. Fleisch ist fertig, ist alle geworden, ne? Einmal Frittjes. Ja, ich komm gleich. Ja, bevor ich jetzt noch irgendwas hier nachköchel, warte mal erstmal ab. Müsste ja eigentlich Tagesende sein. Gut, die Fritten ist jetzt nicht so schlimm, dass ich die vielleicht zumindest teilweise umsonst gemacht habe. Ja, siehst du ja Tages um. Das war trotzdem viel, viel besser getimed als eben. So, dann machen wir hier noch klar Schiff. Weg damit. Weg damit. Das sind auch so welche, so weiß ich nicht, das sieht aus wie so Ikea-Teller mit so einem Fake-Goldrand, so ein bisschen. Ich würde da zwar gerne noch ein bisschen laufen lassen, so einfach für den Ton, aber... Ich weiß nicht, ob die leise Hoffnung besteht, dass man das Öl dann vielleicht nochmal nutzen kann. Ich weiß es einfach nicht. So, ab in Körbchen damit. Da haben wir auch noch zwei Eier stehen. Also das Ei da sieht ja besonders fancy aus. Irgendwie gefällt mir das. So, ich weiß aber immer noch, was man mit den Dingern macht. Das wollen wir mal kurz festhalten. So, dann räumen wir hier auch noch auf. Können wir auch aufräumen.
Dann kann ich mir das Waschen wenigstens morgen sparen. So, 9 von 10. Einer steht noch da. Wir haben jetzt nur... Okay, der Grill ist eh aus. Wir haben jetzt noch Fleisch da. Wir haben noch Hähnchen da. Wir könnten uns noch einmal Pommes machen. Das werden wir jetzt auch noch tun. Gibt ja nichts Einfacheres wie Pommes herstellen. So. Tomatjes. Eigentlich haben wir sonst noch alles. Hier haben wir alles raus. Da ist alles eingeräumt. Da haben wir auch alles noch stehen. Wie viel ist eigentlich in den Dingern hier drin? 80 Gramm, okay. Na dann. War doch wieder ein erfolgreicher Tag. Wir sind bei 6000. Was, kann ich nicht irgendwas Cooles mal... Geh mal weg. Geh mal weg da. Kann ich hier eigentlich nicht mal irgendwas Cooles shoppen gehen? Mit so einem richtig geilen Scheiß. Station. Wir haben so ein Fleischwolf ist das, gell? Ja, Fleischwolf. Was haben wir da? Das war der hängende Spießhalter. Braucht man nicht. Aber die Mikro, die hätte ich wahnsinnig gerne. Können wir schon mal... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, beim Cooking Simulator war das. Da konntest du die Sachen schon mal so weit fertig machen. Und dann hast du die am nächsten Tag einfach in die Mikro geballert und dann konntest du die nochmal verwenden. Das wäre mir natürlich sehr, sehr angenehm. Das muss ich sagen, wie es ist. Rotisserie mit Dönermaschine, ja. Ganz ehrlich, das ist nichts anderes als eine Rotisserie. Was haben wir denn überhaupt noch? Lass mal gerade gucken. Was haben wir denn noch so an Gerichten übrigens? Hühnersuppe. Hähnchenspieße. Ein Hotdog. Ein Hotdog finde ich für einen Dönerladen zwar eine gewagte Nummer, aber kann man generell auch machen. Ufer-Kebab. Aber die müssen wir, die sind ja noch gar nicht freigeschaltet. Ich habe gerade gesehen. Ein Hähnchenbrust. Hähnchenbrust ist doch, wenn ich das hier richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe, sind das Fritten und einfach so ein Hähnchen gebraten oder auch vom Spieß. Ufer-Kebab. Ich weiß nicht, was Ufer-Kebab ist. Komm, wir schalten die jetzt mal frei. Also einmal das da. Okay, das sind Peperonis dabei. Neue Zutaten noch zusätzlich. So eine Scheiße. Okay, der Spieß sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber... naja, lass uns mal gucken. Was ist denn da drin? Hackfleisch. Schwanz... ja, okay. Vom Spieß ablösen, grillen. Okay, wir brauchen Knobi, wir brauchen grüne Chili. Wir brauchen Schwanzfettstücke. Naja, wir gehen mal gucken, was der Spaß kostet. So, wo finde ich denn Schwanzfett? Naja, natürlich. Also nur noch solche Lappen. Wie viel brauche ich davon? 4 Stück? Wie kriege ich denn noch so ein Ding da raus? Ich nehme mal so 3 mit. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Gib mal her, das Zeug. Aber ich will die Spieße mal ausprobieren. Hier machen wir jetzt erstmal... Na, jetzt erstmal nochmal eine Nachtschicht. So. Sag grad, das Bild da sieht aber total strange aus. Ach, das ist da auf so einer, auf so einem Gedönse, auf so einem Backblech oder was auch immer. Das ist so ein Anrichteteil. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Ne, hier. So, Inhalt.
Truheschüssel am Spießbüffel. Was? Schneiden, Schwanzfett. Okay. Okay, das werden Würfelchen. Okay, macht natürlich Sinn für einen Spieß, aber. Ey, soll ich jetzt. Das kann ja denen nicht ernst sein, dass ich die. Nee, stopp. Ah, okay. Zu Hackfleisch hinzufügen. Wieso Hackfleisch? Okay, ich muss ja noch. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss ein ganzes Ribeye da reinwerfen. Uiuiui. Okay. Ich habe mich ja schon gewundert, wie einfaches Fett einfach ein Spieß werden kann. Gut. Mein Fehler. Da muss ich auch mittlerweile vorkommen. Wenn ich da reinkomme, so von wegen, da kommt der Bekloppte von nebenan wieder. So, dann brauchen wir noch eine Küchenmaschine. Also, beziehungsweise, war doch ein Fleischwolf, oder? Entschuldigung, wenn ich jetzt so zwei, dreimal hier reingucken muss. Ist auch für mich neu. Fleischwolf, jo. Also, Station, Fleischwolf. Der ist Gott sei Dank relativ günstig. Jetzt habe ich mal den Platz wenigstens auch zugebaut. Und das muss ich jetzt da reinballern. Da war das vom Rührschüssel. Vielleicht liegt das ja da dran. Muss ich den irgendwie anschalten? Okay. Das geht so. Ne, das sieht kacke aus, ganz ehrlich. Ja, besser. So, dann die Rührschüssel da drunter. Dann das Fleisch da oben rein, oder wie? Okay, wild. Vor allem, dass der sich aufpustet und fällt dann nochmal zu... Oh Gott. Ja. So, dann 4 von den Schwanzfettstücken, 3 Salz und 3 Pepper. Ah, okay, einmal so ein Ding da auseinandergejagt, ergibt direkt 4 Stücke. Das ist natürlich praktisch. So, Rührschüssel. Im Spieß befestigen. Die kann man ja bestimmt auch da reinschmeißen. Okay. Okay, ist sogar noch was übrig. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich hätte direkt auflassen können. So, du wanderst wieder in den Kühlschrank. Na, Moment, wenn du schon da bist, dann würzen wir dich auch gerade. So. Dann haben wir das wenigstens auch. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, das dürfte eigentlich gewesen sein. Dann packen wir morgen das erste Mal Spieß auf die Karte. So, mal wieder zurückkoppeln. Ja, immer noch über 5000, fast 6000. Eigentlich könnten wir auch mal einen trinken gehen. Yeah. Yeah. Wow, okay. Das ist weniger, als ich gehofft habe, aber immer noch gut. So, Rezept freigeschaltet. Was habe ich denn freigeschaltet? Tomatensuppe. Okay, ich kann mir aber vorstellen, dazu Suppe an für sich was super Dankbares ist, denn so viel Zutaten kann er nicht haben. Okay, vielleicht doch.
Aber du hast wahrscheinlich länger was davon. Das gucken wir uns in der nächsten Folge mal an. So, jetzt gehen wir erstmal den Spieß an die hungrige Bevölkerung geben. So, Tür zu, es zieht. So, was schmeißen wir denn heute mal auf die Karte? Also ich würde behaupten, unser Fleisch ist ja so ein Dauerbrenner, wobei... ja doch. Du frittierst gehen auch immer. Hähnchen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe heute mal Bock auf Spieß. Sag mal, ich sehe da die ganze Zeit auch noch so Grünzeug dabei. Habe ich da eben irgendwas überlesen? Tomate. Nö, Tomatenscheiben, Petersilienstück. Okay. Das sollte machen. Moment, das war das falsche Gericht, gell? Grüne Chili und Knoblauch. Ja, da war was, ich wusste das. Salz, schwarzer Pfeffer. Grüne Chilis und Knoblauch. Knoblauchscheiben, genauer gesagt. Gott, die warten, dass ich aufmache. Ja, ich komme ja gleich. Grüne Chili. Und Knoblauch. Tag. Auf Wiedersehen. Geh doch mal da rein. So. Grüne Chilis. Ach Gott, ja. Wenn die jetzt noch eine Funktion hier einführen, dass man hier, was weiß ich, so alle grüne Chilis mit einem Mal da rausholen kann oder alle Knoblauchdinger, dann bin ich eigentlich ziemlich happy. Also so Happy Cat mäßig. So happy, happy, happy. Weiß ich schon. 4, 5. So, wie wird das jetzt hier gemacht? So, also die Spießchens haben wir ja gemacht. Spieß nehmen und mal auf den Grill schmeißen. Grillen Knoblauch und grüne Chili. Schneiden Knoblauch. Okay, die Chili geht so drauf. Ja, wir grillen mal an. Frittiers haben wir auch, ne? Ja. So. Fleisch haben wir auch drauf, ne? Ja. Dann einmal Fleisch, einmal Tomätchen. Dann so ein Spieß. Ein Knoblauch. Eine Chili. Und dann noch zwei davon. Für den Taste. So. Fritten kommen auch noch. Die kann man schon mal da reinfeuern. Dann machen wir die jetzt als erstes fertig. Nee, wir machen hier eins nach dem anderen. Das hat eben zu scheiße funktioniert, um ehrlich zu sein. Oh, ein lustiges Gesicht raus. So, einmal. Ja, guck mal. Wenn man sich drauf konzentriert, dann geht das auch. So, dann einmal das Fleisch.
Und dann das Spießchen. Wieso sind das eigentlich zwei? Ich sollte unbedingt diesen Perk da machen, von wegen, da das Zeug nicht so schnell anfackelt. So, das packen wir auf Seite. Die Kartoffel wollte ich schon sagen. Die Tomate zersäbeln wir noch eine Runde. Das da drauf, das da drauf. Und servieren. Ja, guck mal, ist doch immer noch gut. So, dann der Spieß. Okay, das geht so. Das und das. Ach, die kann ich flippen. Okay. Er hätte jetzt gedacht. Naja. Wie meinen das jetzt? Lösen. Ah, okay. Nein! Don't do it! Oh, yo. Aller Anfang ist schwer. So, wie war das jetzt? Nur so ein kleines bisschen peinlich. So, vom Spieß ablösen, bla bla bla. Knoblauch wird hier geschnitten, aber die Chili nicht. Knoblauchscheiben. Und die Chilis. Ist doch gar nicht so schlecht, ist doch richtig gut geworden. Ja, geil. Kommen Sie rein. Das ist doch mal richtig fresh geworden. Ich hätte jetzt mehr damit gerechnet, dass der Knoblauch mir das Knick bricht. Ah, die nehmen alle nur das, was sie kennen. Das Fleisch. Und die Frittjes. Probier mal den Spießmann. Ich habe mir mit dem Kebab extra Mühe gegeben. Aber nur ganz leicht verkokeln lassen. Da, der erste ist fertig. Zack. Und wieder ein Ei. Ein goldenes diesmal. Und damit. Tellerken. Ja, 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 ich komme. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, ich bin schon da. Danke sehr, auf Wiedersehen. Wir hören Sie uns bald wieder. Er holt auch nur das, was er kennt. Was der Bauer nicht kennt, frisst er halt nicht. Da will einer einen Spieß. Ganz frisch am Morgen, extra für Sie zubereitet, Sir. Die sind sogar recht ergiebig, sehe ich gerade. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Was möchten Sie denn haben, junge Dame? Was darf es sein? Ein Spießchen. Das ist eine sehr, sehr gute Wahl. So, einmal Geld, einmal Teller. Wunderbar. Freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Kommen Sie bald wieder. So, weg damit. Und der auch. Irgendwas ist leer gegangen. Das dürfte das voll leicht sein, jawohl. So, ab auf den Grill. Die Mädchen, ab auf den Grill. So, diesmal aber. Ha! Kam ja wieder mit Scheiß am Schuh hier rein. Danke.
weg. Okay, das sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. So, Tomatius Fleisch. Tomatius muss aber noch gesäbelt werden. Drauf, drauf, drauf. Ja, 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 kommt sofort, Madame. So, viel Spaß, lassen Sie sich schmecken. Den Süff hier noch kurz mal wegwischen. Den hättest du auch mitholen können, du Sack. Freut mich, wenn es Ihnen geschmeckt hat. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns bald wieder. So, ab in den Schrank. Da sind zwei zufriedene Kunden, hoffe ich doch. Wunderbar, danke schön, auf Wiedersehen. Sie sind auch fertig, kein Ei, warum nicht, raus. Und dann noch die Scheiße hier zurücklassen. Freut mich, wenn sie Ihnen schmeckt, Sir. So, ab in den Schrank. Ich sollte tatsächlich mal über mehr Teller nachdenken. Sie sind fertig. Wunderbar. Ich hoffe, es hat gemundet. Auf Wiederhören. So. Der Tag ist vorbei. Ja, guck mal. Wir haben eigentlich schon alles sauber. Das war einigermaßen erfolgreich, möchte ich mal behaupten. Öl. Also einen Tag kommen wir noch klar. Müssen wir wieder kaufen gehen. Tja, von den... Obwohl, ne, die Spieße sind eigentlich ganz gut gelaufen. Und der Rest so, ja. Ja, doch. Eigentlich ein ganz guter und erfolgreicher Tag. Kannst du nicht anders sagen. So, zweimal und dreimal. Machen wir noch kurz klar Schiff und dann gehen wir mal gucken. Gehen wir mal ganz kurz gucken, was das kostet, wenn ich hier noch ein paar Tellerchen dabei hole. Wenn da noch 10 dabei wären, wäre das nicht unbedingt falsch. Bin ich ganz early. So, dann müssen wir noch kurz würzen, beziehungsweise zersäbeln und dann würzen. So, 3-3. So, und wieder ab in die Kühlung damit. Oh, sag mal, wo ist denn eigentlich der Spieß abgeblieben? Wo genau ist jetzt der Spieß abgeblieben hier von dem Teller? Ja, hier ist nur noch... Ich hatte doch 3, oder? Oder waren das nur 2? Hab ich die... Ne, da waren das 2. Ich rede gerade Unsinn. Das waren 2. Aber das ist ja nichts Neues, dass ich Unsinn rede. So, einmal schön auf die nicht sterile Unterlage hier geknallt. Komm, drin damit. So, dann können wir hier jetzt mal zumachen. Jetzt sehe ich die Tür nicht mehr. Doch, da. Dann gehen wir mal gucken, was Teller hier kosten. Kochtopf, Frischschüssel, Teller. Ne, ist Küchenbackform. Da sind Teller. Ist das einer? Runder, flacher Teller. Einer für 50? Ach du Scheiße. Ja. Ja komm, wir haben
Ja, doch. Wir haben ja gar nicht mal so wenig Cash gemacht. Auf Wiedersehen. Nochmal kurz Lichtchen an. Ja, wir haben Teller. Das habe ich jetzt irgendwie... Das habe ich nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Das habe ich nicht so ganz zu Ende gedacht. Was kostet denn so ein Regal? Oder gibt es dafür ein größeres? Das wäre natürlich noch besser. Station... Wo finde ich denn die überhaupt? Was ist das denn? Teppich können wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Was ist das? Weidenkorb. Warum? Die Badewanne. Öhrchen. Alter, was sind das hier alles? Was ist das? Kugelfigur. Warum? Klo. Ein Klo ist natürlich... Klo finde ich tatsächlich erstmal eine gute Idee. Ich habe besondere Einrichtungsgegenstände, Seife und Klo. Aha. Puh, okay. Also das hier ist alles, was ich haben kann, oder wie? Le Bett, Oberflächen, naja, Station. Was ist das denn? Kühlschrank. Nee, ich hätte gern hier so ein Tellerchenschrank. Vorratsregal mit Fächern? Nee. Stände? Getränkekühlschrank? Aha. Für den Außenbereich. Gibt es das? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nein. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das hier, das hier ist doch so ein Schrank. Der Schrank. Na also. Und da sind schon 10 Teller drin. Ich halte es nicht aus. Scheiße. Gut. Wir haben auf jeden Fall Ersatz, wenn uns mal irgendwer Teller klauen sollte. Sagen wir mal. Ja, nicht hier irgendwo eine Schublade, wo ich den, wo ich das so heimlich verschwinden lassen könnte. Warte mal. Achso, wir haben ja hier noch unser Gedönse, was wir auch noch irgendwo mal präsentieren sollten. Ja. Mhm. Doch, das... Puh. Das hebt den Wert jetzt ungemein. Haben wir noch ein bisschen von dem Spökes? Wir haben noch... Oh, wir haben hier so ein Dokument Reward Yuan. Juan, Entschuldigung. Spicy Juan. Gourmet approved. Geil. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier so ein Eckding. Was ist das hier? Wo kommt das her? Ach, das Moment, das ist der Vintage-Eck-Küchen. Küchenarbeitsplatten. Das sind die Rewards, gell? Aber was bringt mir das denn, wenn ich da nur so 2 Teile habe, wenn mir hier der ganze Kram fehlt? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das hier nicht zu Ende gedacht hat. Aber naja, macht nichts. Was haben wir denn sonst überhaupt noch? Haben wir noch irgendwas, was wir, wo wir hier noch irgendwas anrichten könnten? Fähigkeiten, wie sieht es denn damit aus? Schnitt. Maximaler Service erhöht schrittweise die Anzahl der Teller im Tellerschrank. Ja, sagen wir mal, Teller ist gerade so ein Wunderpunkt. Rabattzüchtig. Feuerzauberer.
Feuerzauberer. 2000. Alter, die nimmt aber von den Lebenden. Nee, nee, das kann ich ja machen. Das ist mir im Moment noch zu viel. Also Perks jetzt im Moment mal nein. Was ist eigentlich hier hinter? Okay. Gourmets, Bank. Okay, wir können einen Kredit aufnehmen. Wo will ich aber im Moment gar nicht? Oder mal hier. Chefkoch der Hauptspeise. Schalte 5 Rezepte frei. Okay. Was habe ich jetzt damit? Habe ich jetzt wieder irgend so was Geiles gekriegt? Ja, hier. Mjoldenes He. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Trümmer? Um Himmels Willen. Gott. Ich würde den gerne da drauf ballern, aber ich. I don't know how. Oh Gott, wenn der runterfällt, ey, der erschlägt dich aber. Ja gut. Wir haben. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Okay, wir haben hier wunderschön dekoriert, finde ich. Wir tragen unseren Triumph zur Schau und ja, in diesem Sinne würde ich behaupten, jetzt können wir auch in Frieden, in Ruhe und Frieden die Folge beenden, glaube ich doch. Komm, wir gehen jetzt noch einen saufen. Wo ist die Tür? Wir gehen jetzt einfach nochmal einen saufen. Damit schließen wir heute mal den Tag ab. Was gönnen wir uns denn? Ein Bier. Die kosten 250, nicht 200. Ich glaube, ich hatte mal behauptet, die würden 200 kosten. Sind sogar noch teurer. Jo. Na, Schnecke, wie läuft das? Mein Gott, hier ist Stimmung, ey. Das hält sich am Kopf nicht aus. Ja dann. Prost, ihr Säcke! Ach du Scheiße. Ich kann gehend das Glas saufen, kann mich mit keinem unterhalten. Und meine. Okay, meine Sicht verschwimmt. Alter, mir halten ja gar nichts aus. Es geht mir gut, ja. Ich glaube auch. Gut. Nachdem wir jetzt so in dieser wahnsinnigen Stimmung hier unseren Abend beschlossen haben, glaube ich, können wir auch in aller Gemütsruhe ins. Ui. Können wir auch in aller Gemütsruhe ins Bett fallen. Ihr Lieben, das war die Folge Kebab-Chefs für dieses Mal und ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei oder beim anderen Projekt auf dem Channel. Schaut gerne mal rein, lasst mir gerne mal eine Meinung da. Und in diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal behaupten, euch noch einen leckeren Resttag und vor allen Dingen wie immer einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.